du mein Miezekätzchen als Bild. Mein Gott, er ist in Angriffsphase. Ernsthaft? Also es geht gerade bei mir super los, also abgesehen davon, dass ich irgendwie das falsche Deck erwischt habe. Ja, kein Ding. Wie lange hast du denn jetzt nicht mehr gespielt? Ja, wie gesagt, ich habe es seit letztens einmal erst wieder gespielt. Ach, du hast was mit Marken? Okay, davon habe ich zum Beispiel gar keine Karten irgendwie groß. Ist nur diese eine Karte. Ernsthaft, ich hab jetzt schon bei jeder Karte, die ich jetzt gezogen habe, immer dieselbe bekommen. Ich bekomme gerade immer dieselbe Karte irgendwie. Interessant, ich höre deine Kampfsounds. Das ist aber nicht gut, keine Ahnung warum. Ist auch schon extrem lange her, dass wir mal virtuell gegeneinander gezockt haben. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Allerdings, wie gesagt, das ist für mich noch ein bisschen ungewohnt. Besonders, ich kriege gerade irgendwie kaum Länder. Wenn ich irgendwie so gegen KI spiele, habe ich meistens zu viele Länder und jetzt kriege ich gerade gar keins. Und ist halt Glücksspiel, ne? Ja, schon, aber es ist eine gute, gesunde Mischung von beiden. Glücksspiel und Taktik gehört beides irgendwie hier zusammen. Da ist er wieder. Ja, frag sich nur für wie lange. Was ich witzig finde, ich habe mein stärkstes Monster schon auf der Hand, ne? Ja gut, aber ich habe auch die Story durchgespielt, ja. Meine neuen Elfer-Kreatur und kann sie nicht ausspielen. Ja, die Karte kannst du getrost auch für dich behalten. Und aktuell, wie viele verschiedene Decks hast du zur Auswahl? Nur 3 Stück. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht viele Karten, also.
Und du scheinst sehr auf Elfen zu gehen. Ja, aktuell ist es das Elfendeck, was mich momentan am meisten interessiert, aber das ist im Grund stärkere Decks, aber. Ja, mach du zuerst. Hast mich aus dem Konzept gebracht. Kartensynergie, die gefällt mir hier extrem gut. Ah. Ja, ich habe momentan ja sozusagen nur die Karten aus den ersten beiden Kampagnen, die ich gespielt habe. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich kenne zwar jetzt nicht alle Karten, aber hast du meine Karten getappt oder wie? Oder ist das hier ein Bugfehler? Ja? Wieso? Weil ich sehr viele Karten habe, die dafür sorgen, dass deine Monster getappt werden und nicht enttappen? Ja, ich merke das schon. Auch wenn du die Story nicht durchgespielt hast, weißt du ganz genau, welche Karten du da mit reinnimmst. Freund der Nacht, das mit dem Bugfehler war aber sarkastisch gemeint, ne? Das Schöne ist, ich kann gerade absolut nicht groß was machen. Ich habe so gute Karten auf der Hand und mir fehlt für alles noch ein perfektes Land. Ja, ich kann dich gut verstehen. Ich habe diese Momente auch schon sehr oft gehabt, dass ich keine Mana-Karten hatte oder so. Oh shit, jetzt habe ich eine Kreatur verloren. Habe ich genau hingeschaut. Was? Du hast noch nicht einmal Leben verloren. Also jammer nicht. Ja schon, aber ich möchte ja auch taktisch vorgehen, ne? Boah, wie viele Karten hast du davon? Ja, davon habe ich viele. Ah ja. Was denn? Wieder verarschen. Ja, so viel zum Thema Glücksspiel. Ja, das hat auch viel damit zu tun, was die Kartensynergie betrifft, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, ich kann es mir recht gut vorstellen. Ach echt? Dann erzähl mal. Genau. Ja, du hast wahrscheinlich sehr fiese Kombo-Aktionen, wo sie sich gegenseitig unterstützen. Jupp, genau das ist es. Und deswegen habe ich auch gemeint, dass es nicht nur Glücksspiel ist. Na? Fliegende Kreaturen, ha? Huh? Boah. Okay, sowas habe ich nicht. Ich habe es auch noch nicht bisher irgendwo in meinem Deckbau entdeckt, deswegen. Dafür, dass man nicht alle Karten in diesem Spiel bekommt, gibt es hier aber ganz schön viele Strategien, die man hier ausspielen kann, ne? Boah, kann ich mir vorstellen. Ist das gemein.
Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass das nicht gerade das stärkste Deck ist, was man hier im Spiel spielen kann. Deine fliegende Kreaturen, wie im Real Life mit deinem Skater-Deck, aber zum Glück habe ich jetzt hier keine Skater als Gegner. Und dann ist das Spiel gemein, ich kann mir die Karte nicht mehr durchlesen, weil das immer nur bei mir vorbeischwirrt und dann wieder verschwindet. Ja, das Problem habe ich auch schon oft gehabt, aber ist halt virtuell, ne? Jetzt echt, du willst mit wirklich allen angreifen? Ich werde die Runde eh verkacken, also von daher. Wie schon gesagt, das hier war mein erstes Testdeck, also von daher. Ich habe irgendwie das Falsche erwischt. Immer nett, wenn ich nicht mal weiß, was du da gerade spielst. Ja, du kannst aber pausieren und die Karteneffekte dir durchlesen, wie in einem echten Turnier, glaube ich auch, ne? Ich kann dir ja gerne ein paar Tipps geben, wenn du die Story durchgespielt hast und ein paar Decks mehr zur Auswahl hast, falls du die Story mal durchspielen solltest. Im Grunde kann ich nicht mehr machen. Das heißt, die erste Partie geht an dich. Was ist das denn? Der zweite Angriff war definitiv eine Schwuchtel. Der kann nicht mehr als einen Angriffspunkt haben. Ja, weil er mehr Stärke dazu bekommen hat, aus Mitleid, so wie bei dir.